Seit einem halben Jahr habe ich diese Bushcraft-Tasche, diese Outdoor-Umhängetasche von Helicontex im Einsatz. Und jetzt gerade beim Survival-Extrem-Training ist die wirklich Gold wert. Wenn du wissen willst, was sie kann und sowas und überhaupt, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Osman. Schön, dass du dabei bist. Es geht um diese nette Tasche hier. So. Wenn du da hinten Leute reden hörst oder irgendwas hacken und so weiter, die arbeiten gerade an unserer Unterkunft für die Nacht beim Survival Extrem Training. Die Teilnehmer werden da drin schlafen und nur mit dem Schlafsack, nur mit dem Messer ohne Schlafsack, das wollte ich sagen. Und ja, ich habe diese Tasche hier mit, da habe ich meine 7 Sachen mit dabei. Das Teil ist relativ groß, billig eigentlich, das gibt es natürlich bei meinem Shop, ist ganz klar. So. Relativ groß, da passt auch wirklich was rein. Auf der Seite hast du hier Molle-Adaptionsmöglichkeiten durch Molle-Schlaufe. Hier auf der Seite, da ist eine Öffnung, das heißt, diese Molle-Streifen sind auf Öffnungen. Ja, hier kann man eine Säge zum Beispiel reingeben, das ist zu. Die hier ist offen, da könnte man eine Axt durchgeben. Wobei man dazu sagen muss, das wird dann relativ schwer, möchte ich auch sagen. Aber sei es drum. Ja? Und auf der Rückseite ist das genauso. Ja? Ist einmal sehr, sehr nett gemacht. Dann. Du hast hier den Trageriemen, den kann man hier aufmachen. Das heißt, wir könnten das Ganze auch anders handhaben, nämlich entweder schnell abwerfen oder ich sage, okay, ich habe die Tasche nur in dieser Art und Weise. Leider ist auf der Rückseite kein Molle, weil dann könnte man sie zum Beispiel auch auf einen Molle-Rucksack oder auf irgendwelche anderen größeren Tragesysteme drauf poppen, dann rausnehmen und sagen, ja. Gut, das habe ich genau verkehrt gemacht, aber ja, ist ein wurschtes Video, also ich ändere es dann nachher. Gerade verkehrt, weil jetzt diese Schnalle hier, die für das Linksverstellen, ja, das Tragegurts gemacht, das genau jetzt dann an meiner Schulter scheuert, aber sei es drum. So, lange Rede, kurzer Sinn, das wäre es noch super, aber das ist Sudan auf hohem Niveau, wie man in Österreich sagt. Hier ein großes Fach, das geht wirklich von da bis da komplett durch. Da ist keine weitere Einschubmöglichkeit oder Organisationsmöglichkeit. Ich habe jetzt hier, mein Schweizer Messer, das mir mal irgendwer geschenkt hat, die weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist das Ranger Grip 55 oder so irgendwas. Gebt unten den Link, schaut euch das an, das ist ein super Teil. Und das liegt halt da mit anderen Sachen drinnen. Das heißt, du musst herumkramen, aber das hat auch Vorteile. Ich brauche mir um nichts scheren, denn es passt immer alles rein, sofern das Volumen passt. Bei diesen Organisationsfächern habe ich zwar alles schön an der Position, wo ich es brauche. Das ist besonders für Einsatzkräfte sicher interessant, denn die trainieren das, dass sie im Blindflug aufmachen und an dieser Stelle diese Ausrüstung, die für jene Herausforderung, die halt jetzt gerade ansteht, notwendig ist, gleich griffbereit haben. Das habe ich hier nicht. Das ist einfach eine Tasche, wo ich das reinwerfe, was ich halt jetzt aktuell brauche. Und auch beim Sammeln, wenn man jetzt dann, das wird dann morgen am Programm stehen, wir werden dann morgen herumstreifen und Nahrung suchen, dann kommt das, wird das einfach da reingeworfen und fertig. Gut, dann haben wir hier noch ein sehr, sehr großes Fach. Ja, ein sehr großes Fach. Wirklich, also das ist echt fett, das, was ich da alles drin habe. Und da könnte ich noch viel, viel mehr mit rein. Backen und reinpoppen, aber soll so sein. Hier ist auch auf der Seite, da an den Seiten, ich weiß nicht, ist das auf der anderen Seite auch, ja, auf beiden Seiten so ein flexibler Einschub. Hier könnte man zum Beispiel eine Flasche mit reinbringen oder da passt auch rein das Tatonka Händelmark. Das geht sich auch alles gut aus oder auch das von Tasmanian Tiger. Das ist alles in Ordnung. Und dann haben wir hier noch eine Netztasche. Ja, die ist mit einem Zip versehen, das heißt auch da und da kann ich gleich reinziehen, da sehe ich gleich auf einen Blick, aha, was ich da an Zeug mit dabei habe. Ich habe übrigens Feuerzeuge mit und zwar Feuerzeuge, so hoffe ich doch, dass die jetzt auch alle schon leer sind, ja, weil mit dem müssen wir dann, wenn das mit dem Feuerbohren heute nicht funktioniert, mit dem müssen sie dann nachher versuchen, ja, nur mit den Funken das Feuer hinzukriegen oder es kommt morgen in einer Übung vor, weil ich gehe den Leuten natürlich auch hier am Wecker, das wollen die aber auch von mir, aber soll so sein. Gut, zwei Wege Reißverschlusssystem, die Kordeln sind mit so einem Kunststoffteil nochmal versehen und das ist auch sehr vorteilhaft, denn dann packt man einfach zu und das ist wirklich sehr schön gemacht. Auf der Rückseite ist wie gesagt nichts, da ist eine Naht noch einmal an der Stelle, ich glaube, dass da der Oberteil drauf ist und auch eingenäht dieses
dieses Netztaschel, das ich dir gezeigt habe. Hier unten gibt es dann auch noch einmal die Möglichkeit, Ausrüstung anzubringen über breitere Molle-Adapter. Das kann man alles machen, und wenn du dir die Werbebilder anschaust, dann hat er das. Eine Säge geht übrigens super rein, das ist überhaupt kein Thema. Egal was, ob du jetzt die Laplander hast, die ich sehr, sehr gerne habe, oder schau in meinen Shop vorbei, die Felco und die Guini oder wie sie heißt, wurscht, passen da alles super rein. Ich hänge die Teile dann hier an dem noch einmal mit, ich habe jetzt nichts mit an Säge, weil das wäre cheaten, das tun wir natürlich nicht, aber mit einem kleinen Karabiner hier an diesem Molle-Adapter noch einmal an, damit sollte die aus irgendeinem Grund aus dieser Hülle rausfallen, sie mir nicht wirklich komplett verloren geht. Gut, aber was ich hinaus will ist, wenn da jetzt noch eine Axt ist und das noch und ich gebe da Wasser rein und drei Becher und ein, ich weiß nicht, ein Hobokocher und was weiß der Teufel was und noch eine Bierdose und Grillwürstel, dann wird die Tasche extrem, extrem schwer. Und da muss ich dir sagen, das ist mir dann unangenehm. Die habe ich aus dem Grund, weil ich da sofort zugreifen kann. Ich spüre das Teil nicht, das ist super, wirklich. Nur wenn zu viel an Material dabei ist, dann wird es zu schwer. Und da ist mein Rucksack lieber, weil ich dann einerseits das Gewicht hinten habe. Ich kann es verteilen auf die Schultern. Es ist nicht so einseitig und pendelt dann so hin und her. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding ist super. Für Leichtgewicht ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da könnte man jetzt zum Beispiel diese nette Jacke, die ich von Tasmanian Tiger habe, dieses Mains Suit, gebe da unten den Link, schau dir das ganz einfach an. Bei der ist es zum Beispiel so, die kann man schön komprimieren, die wird dann auch rein super dazu passen. Oder ich brauche sie jetzt gar nicht komprimieren, kann die reinwerfen. Oder wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte meine Handschuhe und einen Schal noch dazugeben oder so, das geht sich da alles ganz locker aus, nämlich einfach reinwerfen und ich hab's versorgt. Denn das haben wir heute auch erlebt. Die Teilnehmer haben sammeln müssen ein paar Steine, die brauchen wir. Warum auch immer, das verrate ich jetzt noch nicht. Die hören nämlich vielleicht da irgendwie zu und das ist alles noch geheim. Dann haben wir ein bisschen Staudenknöterich gesammelt. Wir haben Holz gesammelt fürs Feuerbohren, auch Schnurmaterial und solche Dinge. Und die gehen und Zunder, die haben einiges an Zunder sammeln müssen. Das braucht man nämlich noch. Ja. Du gehst dann so, ja, und weißt gar nicht mehr, wo du all die Sachen reinstecken sollst bei der Tasche. Bei der Jackentasche. Und da ist sowas ganz einfach Gold wert. Ich mag die sehr, sehr gern. Ich kann sie dir 100%ig empfehlen. Du kriegst sie natürlich auch in meinem Shop. Das ist eh ganz klar. Aber du kannst sie auch woanders kaufen. Ich gebe dir die dazugehörigen Links. Lange Rede, kurzer Sinn. Top Teil für Bushcraft und so Wildnisleben. Absolut top. Jetzt bist du dran. Was ist deine Meinung? Hast du diese Tasche? Wie siehst du das? Bist du auch der Meinung, dass wenn zu viel Material und das, was halt Helikontex mit Axt und allem drum und dran meint, dass du dann daher kommst? Ob da ein Rucksack nicht besser wäre? Schreib mir deine Meinung, das würde mich irrsinnig interessieren. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Schau in meinen Shop vorbei. Wie immer, es ist billigste Eigenwerbung. Dann Rainer Rossmann aus dem wunderbaren Bushcraft-Areal auf Waldhula.at. Vom Survival Extreme Training. Bis dann. Baba.